Und das nur in den letzten 10 Minuten? Wurst. Jetzt haben wir hoffentlich wieder Martins Kreisglück. Auf der Karte ist mein Kreisglück eigentlich ganz gut. Das ist immer meistens im Idealfall der erste Kreis ziemlich weit weg, aber danach sehr gechillt. Ja, wie das Gefühl, die Karte liegt uns generell ganz gut. Also, Ja, ich liebe da diese haben wir Karte, bisher die echt ganz gut gespielt, haben wir läuft immer. einfach. Die haben ja richtig Humor, die Entwickler. Schürfwunde. Aus einem fahrenden Fahrzeug zu springen, ist in PUBG eine genauso schlechte Idee wie im echten Leben. Tu es nicht. Bitte Ja, zuerst es ist in bremsen. Vergito eine scheiß Idee, ins Fahrzeug einzusteigen. Der Geht Unterschied nicht. ist einfach nur, wenn du in einem richtigen Fahrzeug sitzt und stellst irgendwas am, weiß ich, am Autoradio zum Beispiel ein und drückst aus Versehen die F-Taste, dass du nicht sofort tot auf dem Boden liegst. Ne? Sondern dass du da halt schon selbstständig entscheiden musst, ja, ich möchte wirklich die Tür aufmachen und rausspringen. Und ich, Das hoppla, hast du ich hab mit mich F verdrückt. getan. F ist, ich lade meinen Gurt ab, öffne die Tür und springe raus. Was? Das steht bei der Belegung von der Nur die F-Taste. Pfanne. Ich finde, da sollte, wenn man aus Versehen auf F drückt, jedes Mal erstmal ein Fenster erscheinen. Sie sind im Begriff, aus einem fahrenden Auto zu springen. Möchten Sie Dead. fortfahren? Oh, ich habe zwei tägliche Quests für Sunhawk. Das bringt mich natürlich enorm weiter. 10 Gegner aus 50 Meter Entfernung töten. Ja, klar. Also snipen mit 8-fach. Wo springen wir Ja. eigentlich hin? Oder was auch cool wäre, wenn man die Wo springen Autotüren wir verriegeln hin? könnte. Was weiß ich, keine Ahnung. Rechts ist ein Berg und davor ist Graslandschaft. Ich sehe noch nichts. Da ist mein neuer Prozessor. Er ist Fridolin Schnipschwapp. Habe noch kein Bild, leider. Oh, ich sehe was. Ah! Ja! Kacke, ich nicht. Schnelle Entscheidung. Ich bin da. Vilnius. Okay, da. Okay. Da habe ich nämlich noch Zeit, mein Wollnaubar. Fischstäbchen zu essen. Mach Wollnaubar. Da willst du Fischstäbchen. nicht mehr hin. Ist gar nicht Freitag. Ja, ich weiß. Aber ich hatte gerade nichts anderes mehr. Als Freitag Fischstäbchen da. Der Kerl ist zu Richtig. jung, der versteht das nicht. Freitag ist Fischtag, deswegen hasse ich Freitag in der Kantine, weil ich keinen Fisch esse. Scheiß Christen. Als Christianisierung des Morgenlandes. Das kommt noch, das kommt nur so aus dem Ostfriesischen ursprünglich. Da war das so, ganz früher, da musste man mal ja mehr arbeiten, damit man sich seinen Unterhalt verdient. Da musste man ja richtig ackern, quasi. Und da waren die Fischer die ganze Woche über auf der See und hatten aber überhaupt keine Zeit, selber mal Fisch zu essen, weil die ja nur am Fischen waren, wie die Blöden. Und Freitag, wenn die dann Feierabend und Wochenende gemacht haben, dann hatten sie endlich Zeit, ihren eigenen Fisch auch zu essen. Da halt schon gestunken. Keine Ahnung, ob das wahr ist, aber ich finde es eine süße Theorie. Ich dachte immer, das hängt Ja. mit dem Anglerverein zusammen, den Jesus gegründet hat. Nee, da war das was anderes. Der ist nämlich einfach an der Kreuzallergie freitags gestorben. Ach, die Kreuzung. Ja, arschgefährlich, wenn sie nicht gut beschildert ist. Aber dafür hat der wenigstens vorher seinen besten Kumpels noch ein Eppler und Frankfurter Grisos ausgegeben. Charmant der Typ, komisch angezogen, bisschen Hipster, aber charmant der Typ. Ja. Weiß noch, Onkel Louis hat mal erzählt, wie die sich gekloppt haben, der hat immer die andere Wange hingehalten. Bis die Faust weh tat. Aber charmant der Typ. Der hat nur deswegen die andere Wange hingehalten, weil die ganzen Leute, die kamen immer zu ihm und haben ihm rechts auf die Backe gegeben. Und irgendwann war die rechts, die war so dermaßen dick geschwollen, es hat nur auch weh getan, dass er irgendwann gesagt hat: Bitte, bitte, hau links drauf, ich Ja, ertrag's rechts nicht mehr. Nimm, vor bitte allem nimm hat die er gesagt, andere. haut mir lieber auf die Wange als auf die Backe, das nicht sitzen können, sehe ich Scheiße. Ja, aber guck mal, also am Kreuz hing, die hätte ja Leiter holen müssen, um an seine Wange ranzukommen. Die kam ja nur an die Backe ran, alles andere war viel zu hoch. Ja, aber an der Backe war doch ein Kreuz, also da kommt schon gar nicht Ja, hin. aber guck mal, der hat Der ist auch ja die rein letzten Tage, physikalisch, der, ist ich es meine, doch blockiert, jetzt dann regt haben sie der ihn hat doch nur am auf den Abend Knippi gehauen. vorher, Ich er meine, hat doch. der hat auch am Abend vorher so viel gefressen, da ist doch der Arsch direkt dick geworden, der hat doch links und rechts vom Kreuz, Ja, hat so er doch dick kann der nicht rausgeguckt. gewesen sein, sonst hätte er es sich schwerer getan, mit ihm wieder aufstehen.
Was glaubst du, warum sie den festgenagelt haben? Wir haben eigentlich früher die Leute immer nur ans Kreuz gebunden, aber der war so fett geworden in den letzten Tagen, da hat das Seil einfach nicht gehalten, da musste sie festnageln. Nee, das kann nicht sein. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich voll frisst. Der wäre nie im Leben so früh wieder auferstanden. Okay, Leute, ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen leiser machen, tut mir leid. Ich höre mich gerade nichts mehr, was hier passiert, ne? Oh, Entschuldigung, König Protz. Nur weil du vielleicht mit unserem Glauben nichts zu tun hast, musst du jetzt nicht glauben, du könntest dich aus der Diskussion raushalten. Antichrist. Echt, ey. Asozialer Kerl. Wie drei Dreierbesten liegen. Die Disco kennt keinen Glauben. Die Disco kennt keinen Glauben. Party hat keine Religion. Genau. Frivoli. Nee, das war was anderes. Nee, das ist Nudismus. Kennt keine Religion. Auch da. Oh, der Kreis ist ein bisschen weg. Ja, sag ich doch. So muss das doch. Dafür sind die nächsten dann gut. Lieber am Anfang, wo er noch nicht so weh tut, weit weg. Das freut mich, dass du das mit dem Kreis schon mal irgendwie abgeklärt hast. Ich dachte, ich muss mir selber Gedanken drüber machen, aber wenn du das regelst, dann bleibe ich hier einfach stehen und warte, bis er kommt. Es ist alles einfach nur so Kommunikationsfragen. Man muss halt miteinander reden, ne? Super, nee, das finde ich auch toll. Das war ja auch ein Kompliment, Mensch. Das geht jetzt, nimm's halt mal an. Na gut. Ich sterf ja, ne? Ich bin ja kein Beamter. Ja, bitte. Du fährst ja auch gar nicht gerade hier, du hättest ja Pause. Richtig. Dafür zeigst du sowas. Kohli, das kannst du dir gleich schon mal merken für die Zukunft als zukünftiger Beamter. Ne? Mein Onkel hat das immer gesagt, wenn die Kollegen zu ihm kamen, jetzt nehmen sie doch mal Vernunft an. Ich bin Beamter, ich darf nichts annehmen. Ja, Martin, eine Lebensweisheit hat der Kerl. Nicht seine eigene, aber halt zusammengeklaut von anderen. Das ist schon beeindruckend irgendwo, gell? Ja, leg mich am Arsch, viertes Haus und endlich mal eine Waffe. Also. Ja, leck mich, bist du erfolgreich. Ja, heute läuft ja nur. Und mal einen Rucksack, damit ich auch was mitnehmen kann. Ne. Mensch, ich wäre so gern eher. Wohl. Nö. Doch nicht. Ich weiß, wenn du ich wärst, wärst du lieber du. Richtig, deswegen bin ich und wäre lieber ich als du. Jetzt verstehe ich selber nicht mehr. Aber wer bin ich eigentlich? Verstehe jetzt aber nicht. Was? Nach folgenden Irrungen und den Wirrungen, die die Verwirrungen erzeugten, irrte ich mich. Manchmal. Groß. Ah, jetzt muss er auch noch groß. Quid pro Code. Verschwinde beim Scheißen. Ja, Schalldämpfer für die AR. Wie? Nehme ich gerne, ja. Ich hab noch nicht verstanden, ob er gesagt hat, er braucht oder hat. Deswegen sage ich schon vornherein, nehme ich gerne, damit. Ja, das finde ich aber unfair. Das geklärt ist, bevor. Ich fang das nochmal neu an, das gilt nicht. Also, wenn wir jetzt blind reinreden dürfen, dann möchte ich gerne nämlich auch früher ja sagen. Okay, ich möchte lösen. Okay, nee, ja. Du löst jetzt noch Fingerfood. Gar nichts, du Arsch. Timo, frag jetzt noch mal ganz spontan. Ist schon zu spät, ich hab gerade eine SKS gefunden. Abbruch! Gesundheit. Danke. Ja, nur das Beste, ne? Ich hätt so gern im Vierge, da schieß ich dann die Leute kaputt. Der M24 gefunden. Doch triffst du nur die Vierge. Bladewood. Als Amazon-Sucher. Wer Sucher hat, der findet, habe ich schon vierfach. Gesagt. Harry Potter! Gryffindor! Das ist jetzt so eine Luftregel. Hast du deinen Namen mit diesem Kelch geschmissen, Harry? Nein. Danke. Hast du jemand anderen gefragt, ob er das tun soll? Nein. Hättest du es gerne vor? Oh, wenn sie mich so fragen? Hat ein anderer dich gefragt, ob er es tun soll, auch wenn du Nein sagst? Ja. Was? Nein. Oh. Hat ein anderer in deinem Namen deinen Namen da reingeschmissen, ohne dir Bescheid zu sagen? Hä? Was? Wie jetzt? Oh mein Gott, jemand hat meinen Namen geklaut! Wer ist der? Bin ich jetzt auch jemand, dessen Namen nicht genannt werden kann? Wieso jetzt weg?
Hat jetzt Walt Disney die Rechte? Barty Crouch Junior festgenommen nach einer Datenschutzklage. Er hat einfach meinen Namen verwendet. D36, wenn du willst, die ich hier noch rum. Noch eine. So, die willst du auch nicht, okay. Ich packst du zu den anderen zwei. An. Ich prangere das an. Zeig, zeig, pranger, pranger. Das Verfahren Harry Potter gegen den Zauberkelch ist hiermit eröffnet. Zauberkelch, Ihre Aussage bitte. Sagt nichts. So, das ist mir schon mal lieber. Auch wenn das da nicht drauf passt, aber ja. Es ist auf jeden Fall schon mal von Nutzen her. Man rennt nur dem Kreis nach, man oh, ja, rennt nur dem Kreis nach, man rennt. Idealerweise rennt man vor ihm weg, aber. Idealerweise sag mal, wenn der Kreis kommt, bin ich noch hier. Oh, ich hab ein Auto, glaube ich. Komm. Ich hab's ja gesagt, der Kreis. Aber. Man rennt nur dem Kreis nach, man rennt nur dem Kreis nach, man rennt nur dem Kreis nach. Ich würde so gern mit einem von diesen Mini-Polizeiautos fahren, die sind so putzig. Aber man kann ja nicht ich fahren, deswegen rennt man nur dem Kreis nach. Man rennt ihm nicht nach, man rennt vor ihm weg. Ja, ich meine ja dem sicheren Kreis, auf ihn zu quasi. Ich habe mich extra an der Zebrastreife gestellt, ich wollte gucken, ob du anhältst. Das ist hier nicht so ganz möglich in der Stadt anzuhalten. Und nun das Drahtorchester der russischen Weichwerfer. Also rechts ist die Hauptstraße, gell? Rechts ist die Hauptstraße. Wenn sie da, auch wenn das jetzt ein komisches Bohr ist, da drüber, da durch. Der russische Verkehr, lass den und Kreis jetzt, andersrum. Da vorne links. Sehr gut. Einfach mal folgen. Auch wenn wir jetzt nicht senkrecht zur Kreislinie fahren. Einfach mal. Oh nein, ich hab einen Error. Oh, das hatte ich letztes Mal schon. Wo hast du den Pfeil jetzt her? He took an arrow into his knee. Und du hast es jetzt nicht geschafft, aus dem... Mein Spiel ist abgestürzt. Scheiße, ich kann das Steuer nicht übernehmen, weil er halt dran sitzt und ich krieg nicht. Okay. Echt jetzt? Ja, du bist ja noch da, außer du... Ich weiß nicht, wenn du das Spiel verlässt... Jetzt rennt ihr Nee, du hockst immer noch in dem Auto drin. Vor uns, die Gegner, auf dem Hügel, genau vor uns. Wie viel Leben haben wir noch? Schaff ich das noch? Ich starte gerade neu. Ja, ist noch gut. Es ist jetzt gerade in den, gestreiften Bereich gegangen. Hinter uns ist noch einer. Ah, fuck. Das war ja erfolgreich. Was? Nee, ich bin tot. Oh nein. Ja, ich bin auch tot. Was? Ist natürlich gerade ein komplett voll ausgerüstet, gut platzierten Squad in die Arme gelaufen. Scheiße. Okay, wenn die beide tot sind, dann ist es ja vielleicht gar nicht so. Ich komme trotzdem jetzt nochmal wieder, wenn es geht. Also, Timo macht geschickt, lockt sich aus, wenn die Schüsse kommen, lockt sie wieder ein. So wie bei 7 Days. Oh Gott, wie ärgerlich, ey. Rippo hat Rippo endlich getötet. Ja. Ein Geniestreich. Meinst du vom Leben her? Hat's auch gut. Jetzt sind wir knapp unter der Hälfte. Ich höre schon mal Ton. Hey, du kannst dich wieder einloggen? Ja, klar. Kommst du ins Spiel schon wieder rein? Nicht. Wenn das Spiel abgeschlossen ist, spielen bist du einfach draußen. Achso. Nee, das hatten wir ja hier bei dem Spiel schon häufiger. Aber ohne Auto. Echt? Ich hab dein Auto nicht genommen. Du dumme Nussel. Der Martin rennt wirklich. Der hat wirklich das Auto nicht. Der konnte es gar nicht nehmen. Ja, ist das. Martin, ich meine das Spiel. Ach, plötzlich spielen, was mit dem Martin? Der Martin ist. Was mach ich denn hier? Hä? Gib mir mal die Waffen weg. X. Geht nicht. Nö. Ah, das ist. Hä? Nee, was? X nicht alt. Was, du bist jetzt alt plötzlich? Ich hab doch hier den weißen Rauschebart. Ich hab das Gefühl, das wird echt schwierig. Ich hab nur noch 25 Sekunden in den Kreis zu kommen. Dann muss ich halt schon weiter rennen. Wie ist denn der nächste Kreis? Ach, der nächste Kreis ist ziemlich cool. Ist gut. Ja, der ist zumindest. Fuck, ey. Hast du Glück. Ich bin nur zum Heilen dabei.
Oh Scheiße, ich kann den Kreis zwar schon sehen, aber jetzt läuft er los. Oder seht ihr nicht, was ich mache? Doch, ich sehe, was du machst. Du rennst und stirbst. Rennst, stirbst, stirbst, rennst, rennst, rennst. Ich habe halt leider nur ein Medikit gehabt. Ich glaube, ich habe noch ein paar Verbände mitgenommen. Ja, noch ein bisschen Verbandsarbeit machen. Ja, das ist immer ganz gut. Ja, da ist ein Boot, was da rumbackt. Cool, ein Bäckerboot. Bier oder Wein, scheißegal. Willst du mich verarschen? Hast du gerade in meine Hütte geschossen, du Besser? Hey, wer lebt denn noch? Keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall hat er, nachdem ich in der Hütte war und die Tür zugemacht hatte, völlig sinnlos in meine Hütte geschossen. Von einer Seite aus, wo nicht mal ein Fenster ist. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte. Hallo, bin ich? Wahrscheinlich bleib da drin und stirb. Es war ein halb verschlucktes I, aber es war ein I. Ich wollte es noch hinzufügen. Boah, das ist knapp. Das war arschknapp. Das war auf den letzten Millimeter, ey. Uiuiuiuiui. Ey, du hast es tatsächlich auch gleich geschafft. Das ist ja verrückt. Ja, mein Gott, ich bin abgeschossen da. Das ist jetzt nicht cool. Ach Quatsch, was ist schon cool? Wer will schon cool sein? Kein Bord, mein Dame. Kein Bord, mein Dame! Gut. Entschuldigung, bin im Wo stecke ich mir jetzt am besten von so einem Stein das, hin? Ne? Das Gefühl. Oh, jetzt kommt Schuss auf mich. Ja, das ich ist glaub, der eben schon auf dich. Meine Hütte geschossen hat. Doch, der schießt doch auf dich. Von links. Sicher? Ja, das hörst du nicht, aber der kommt von links. Ja, danke. Oh. Wir sind von zwei Seiten. Ja, das andere bin ich. Ah, okay. Der schießt gerade auf deine Schützen. Nee, weiter rum, der weiter rum. Überall, der kommt aus Westen. Die stehen da hinter einem Baum. Die schießen nicht mehr, ne? Nee. Nämlich jetzt schon ein paar Mal gehittet. Der hat sich jetzt erstmal verzogen. Oh fuck, kannst du mich noch heilen? Ich habe ein Zeug abgeworfen. Ja, nicht da, wo du liegst. Du liegst nämlich immer noch voll in deren Schusslinie. Scheiße. Komm zum Baum, dann geht. Nee, ich weiß, wo die sind. Die sehen uns da. Oh. Ich bin jetzt gleich tot. Scheiße. Time to... Das sind aber auch die Millimeter an, Kram. Echt? Fuck, ich hab meine Medikits da vorne abgeworfen. Da liegt einfach so eine Reihe von Zeug. Ich muss es tun. Vor allem geht jetzt der Kreis weiter. Jetzt rennt er wieder. Entschuldigung. Ich muss nicht lange in Deckung gehen, der Kreis geht weiter. 13 Sekunden. Hau dir Heilung rein und mach, dass du fortgehst. Drei, zwei, eins und weg. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist eigentlich geil, dass diese so Krümelchen. Hänsel und Gretel, ey. Die Tod im Wald. Verteilten ihre Kekse, doch lebten sie dabei. Adi, ich bin ja dir, gell? Mach ich Bescheid. Na, wer seht du als... Kurze Umfrage über alle, die Martin heißen und vor Timo sind. Gutes Gefühl oder schlechtes? Es juckt ein bisschen. Stelle merken und waschen. Na, der geht ja nicht. Ist der Timo drin? Die wissen ja, wo wir sind, ne? Nehme ich an. Nee. Wenn da eine Beste drin liegt, auch eine Einser würde ich nehmen. Liegt hier, ja. Zwei sogar. Sein abgelegt. Nee, wieso? Nur die Dreier ist so im Arsch. Oh, ein Dreifachsucher. Hm, ich hab genug. Ich kann dir auch ein Vierfach geben. Nee, hab ich schon, danke. Okay. Da ist aber ein Eischabel. Wenn ich jetzt wüsste, wo die hingelaufen sind. Ich hab ihnen ein Lights getan. Egal, wahrscheinlich sitzen sie jetzt in der Ecke und heften was ab. Oh mein Gott. Woo! Büromaterialwitz!
Wie tief kann man noch sinken? Ja. Leck mich am Arsch! Halber Meter Neuschnee. Nee. Büromaterial. Okay, der ist nicht so weit weg, der Kreis. Ja, ich bin direkt neben dir. Ja, ist gut jetzt. So weit weg. Im Büromaterial wird es gibt für die halbe Stunde hier noch Input. Okay. Ich weiß nicht, warum bei Google Büromaterialwitz wenig Sachen findet. Suchergebnisse auf Amazon. Auf Amazon gibt es ein Buch zu. Und ein Hörspiel. Die Gründe, warum sie Witze über Büromaterial vermeiden sollten. Das ist irgendwo 1 bis 10. Nicht witzig. Ich will wie geil ist denn das? Ich kriege unten von Google einen Ortsvorschlag. Waltraut, Glaser, Schreib und Tabakwaren etc. Wiesbaden. In der Witz. 38. Ein Inderwitz. Das ist ja total crazy. Dies eskaliert ja so plötzlich. Oh, hätte ich gut durch jetzt. Danke. Weil irgendwo müssen die auch sein. Nö, ach Gott, hier ist doch niemand mehr. Alle offline. Cool, die wollen wir schon mal du machen. Du musst uns anfeuern. Stumm. Ach so. Ja, genau so. Mit einem Spieler melden, den du gerade beobachtest. Da hab ich auch kurz überlegt. Hier ist die Tür offen. Bitte Ruhe. Wenn die sich da verschanzen, würden die Türen, die sich zumachen, die sind noch nicht verrückt. Na, wobei. Da fällt mir ein guter Tuckerwitz ein. Chris? Das ist in eine Richtung, in die wir langfristig müssen. Ist nah. I see nothing behind us. I see nothing behind our purpose. I see nothing coming to the Kreis. Ach, Entschuldigung, Frusekreis. Das ist ja diesen Berg hier, gell? Mhm. Also doch, von da wo ich hier noch. Naja, komm, dass sie sich mal gegenseitig umschießen, hab ich nichts dagegen. Kann man noch einen Teamchat schreiben, wenn man... Oh, ihr müsst aber eine ganze Strecke laufen. Oh, ein Steckerlauf. Der Kreis ist ein Wein weg. Ja, ich würde aber ganz gerne da rüben lang. Und ich kerzen gerade auf das Geballer zu. Wenn du noch ein bisschen lebst, habe ich mein erstes Pilz, dann kann ich noch ein zweites holen. Das wäre ganz nett. Komm die Schüsse her. Drillen. Westen. Immer noch von diesem großen Felsen da vorne, so die Ecke. No, ja, Richtung Westen, 310. Nordwesten. Hm. Ja. Hier muss ich gucken bei dir mit, um dein linkes Ohr zu sein. Sind wir eigentlich am Rande des Kackberges, wo wir prinzipiell verrecken? Doch ein Schuss. Ach, scheiße, ich weiß wo. Doch ein Schuss. Noch viele Schüsse. Schüsse, noch mehr Schüsse. Jetzt von vorne. Schall dämpft, gell? Das weiß. Unter anderem. Ja. Ganz Stück rennen noch. Ja, ich weiß, aber keine. Eine war eine Silence UMP, das andere kam wie eine Silence AK. Keine unnötige Hektik in dieser Situation. Ja, ja. Und schon gar nicht direkt aufeinander laufen, dass sie uns mit einem Schuss erledigt haben. Nee, das ist auch nicht so das Schlauste. Kommt drauf an, wer hinten steht. Mach mal einen Kreis. Baby, mach mal einen Kreis. Ja, es ist sicher gleich was von mir aufploppt, so. Ja. Fuck! Ich hab ein paar Mal gehittet. Ah, wir sind zu zweit. Ach, der Timo ist einfach woanders hingerannt. Gut, dass du mir Bescheid sagst, dass du vollkommen anders hinrennst. Guter Schuss, Timo, ganz präzise. Danke. Gerne. Bei mir sieht's immer aus, als würde er daneben schießen. Hat er auch. So, ihr seid draußen, verreckt. Ich hab nämlich keine Heilung gehabt, die ich euch geben kann. Timo ist auch ein raus. Muss ich schneller trinken. Die kommen gleich da, Timo links, kommen die gleich angerannt, die mich umgebracht haben. Ja, aber rechts hinter ihm, ob die Typen hat er geschossen. Ach so.
Schön, ich kann mir ein neues Pilz holen. Sehr gut, sitzt noch kurz. Ja, links sind sie über dir. Der andere sitzt hinter dir. Ja, komm, den Pilz, den gucke ich mir noch an. Nee, weil die sind links, links von dir, dir und links, dir. Links ist alles offen. Quasi im Kreis, zum Kreis hin. Nächsten. Da kann ich nicht mehr herkommen. Da kannst du knapp über das Zelt loben. Links von dir, da oben. Oben auf dem Fels, oben. Irgendwo. Die Richtung. Da oben fallen die Schüsse. Du bist ein kleines bisschen näher am nächsten Kreis. Das heißt, die müssten möglicherweise ein Stück vor dir losrennen. Mit Glück müssen sie dir vor die Nase rennen. Vielleicht schon mal hinter. Ja, oder du ziehst gleich darüber. Ja, ich sehe ihn, aber ich sehe ihn. Die sind dann wahrscheinlich hinter dem ein Stück, leider mittlerweile. Das ist direkt rechts von dir. Oder, ja, oder da. Ja, dann schießen sie auch weg. Ja, Moment, ich werde sich schon wieder mich erraten. Oh. Wow. Mach deinen Schuss. Du willst dich nicht verraten. Deswegen lässt du ihn fliehen. Ja. Und ja, schießt aber einmal, dass er weiß, wo du bist. Da sind zwei. Ja. Oh. Das war ich. Der rennt halt einfach quer durchs Kriegsgebiet. Lalalala. Ja, ich will jetzt hier nicht mehr viel. Ich glaube, links ist die größere Gefahr als rechts. Von oben. Und von hinten und von überall eigentlich. Also. Eigentlich von überall, ja genau, wollte gerade sagen. Also eigentlich ist jetzt hier. Der Baum ist drin, hoffentlich, ne? Hoffentlich. Der Baum ist nicht drin, weißt du. Ja, noch eine Weile. Komm, gib den, gib den. Gib den rein. Oh! Autsch. Das ist halt der, der da eben immer noch war, den du nicht aufgeschreckt hast. Abgeschossen hast. Der ist doch gerade von mir hingefallen. Die waren zu zweit. War ein der eine ist umgefallen, der andere lebt noch. Hey, Top 10. Yes. Yes, Top 10. Also geil, wie er sich freut, wir haben da abgeknallt. Ja! Ja, ja, schieß weiter, du Dresser! Ja, Teamrang 5 ja. Bei 8 Überlebenden. Wieso fällt die Schiss? Deeper, deeper! Ah, geil! Ah, Top 10, geil! Dann kommt dein Cash. Oh Mann. Was denn hier so? Ja, die sind mir einfach wieder. Wir starten so lange, bis sie kommt, dann muss er auch warten. Die sind mir auch wieder einfach glücklich in die Bahn gelaufen. Dann hab ich einfach nur dummes Pech gehabt, weil ich auch auf dem Weg ins Ziel war und hatten mich dann genau vor der Nase. Gibt das Klaus Pech? Fuck, ich hab ihn auch kaum erwischt. Ja, aber gut, das war zu erwarten. Wenn der Kreis oben auf diesem Berg endet. Inside the mountain, over the mountain quasi. So, mach ich mal ready und gucken wir schnell mal die hin. Schub, das war so klar, dass das schief geht. Ich hatte auch meine M4 nicht gefunden. Obwohl ich mit der M16 da die zwei, die den Timo gejagt haben, schön zurückgejagt habe.